Herzlich willkommen zurück zu Hellblade Senua's Sacrifice. Wir haben gerade eben hier die Runen, die beiden, diese Tür geöffnet. Und wir werden uns jetzt mal hier durchwagen, um irgendwann mal Surt, dem Feuerriesen, zu begegnen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier wieder, ja genau, hier müssen wir wieder fokussieren. Und ja, die Illusion des Feuers erzeugen. Run! Lauf! Ja! Wir laufen ja schon. Gott, wo müssen wir denn hin? Nein! Jetzt sind wir schon wieder gestorben. Die Frage ist jetzt hier die Fäulnis, ob die dann auch wieder hochzieht. Na klar, weil wir gestorben sind. Uiuiui. Okay, wir müssen uns einen Weg suchen. Wir müssen also dann hier runter. Hier geht es offenbar nicht durch. Wir müssen dann hier entlang links rum. Wahrscheinlich hier durch. Und dann den Weg durchs Häuschen. Und suchen. Ärgere mich schon wieder, dass wir jetzt gestorben sind. Ja, hallo? Okay, wir müssen immer warten, bis der Kreis da ist. Neuer Versuch. Ja, hier geht's offenbar. Ich kann nicht laufen. Oh oh, oh oh. Muss ich jetzt irgendwie. Nein. Was hätte ich denn jetzt machen sollen? Nein, jetzt sind wir schon wieder gestorben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was muss ich denn da machen? Wieso ist die denn jetzt hier runtergefallen? Vielleicht hätte ich. Ich habe noch die Lauftasten gedrückt gehalten. Jetzt müssen wir hier aber langsam drüber gehen. Vielleicht muss ich da auch selber irgendwie balancieren, ich weiß es nicht. Nein. Oh, okay, ich muss selber ausbalancieren. Okay. Puh. So, wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hoch. Okay. Ja. Nein! Oh! Oh Gott, oh Gott! Eieiei, jetzt sind wir zuerst hier. Noch kämpfen! Mitten im Feuer. You finished
ist immer recht gut, wenn die behind you sorgen. Oh, da ist auch nochmal einer. Gegen den starken Angriff da können wir gar nichts machen. Wir sind durch. Wo müssen wir hin? Hier müssen wir hoch. Let it collapse, and have the courage to shed your tears. Raise your world to the prime! My world is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No, I see nothing now. Ich bin mal gespannt, wie weit wir es schaffen. Wenn das weitergeht, dann sehe ich da schwarz im wahrsten Sinne des Wortes. Unterarm ist schon fast komplett bedeckt. So, wir können jetzt hier links oder geradeaus. Aussichtsplattform. Aussichtsplattformen sind grundsätzlich gut. Auch hier in hell. Da drüben sehe ich schon wieder, da sind gleich drei Runen, die wir öffnen müssen. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich dann hoch auf diese Plattform. Holen wir uns erstmal wieder die Runen und da vorne habe ich schon wieder ein gelbes Tor gesehen. Da müssen wir dann wieder unseren Weg finden hier durch. Hier geht es nicht weiter. Okay, da sind die Runen. Gott, wir haben ein. Tell me, Drew. How did you escape your darkness? Once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Even my captors feared the fire of Surtr. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. Fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right to. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. So, dann haben wir mal wieder das Problem hier. Oh, da vielleicht? Nein. Wo findet man die? Wir sind am richtigen Platz offenbar. Und jetzt sind wir wieder weg, dann sehen wir das relativ gut. Wo findet man denn hier diesen Bereich hier? Vielleicht irgendwo am Boden? Jetzt zuerst gedacht, hier vielleicht. Das hier schaut auch so aus, aber da fehlt der Stich oben drüber. Wo können wir hier hin? Das muss hier vorne irgendwo sein. Wahrscheinlich hier irgendwo am Boden. Doch nicht wahr sein. Was ist denn los? Und da sollen wir drei davon finden. Wo ist hier was?
müssen wir eigentlich rein statistisch müssen wir das die Rune schon gefunden haben. Einfach nur durchs Abfahren dieser ganzen Bereiche. Das ist ja seltsam. Ich finde hier nichts. Wer hätte gedacht, dass das hier so kompliziert wird? Wenn ich hier nochmal rausgehe. Jetzt habe ich hier doch auch noch da mal das Zeichen, komischerweise. Nö. Ich finde hier nichts. Vielleicht sollten wir uns zuerst den anderen Runen widmen. Irgendwas mit P. Was ist denn das P? Ha, ich gehe nochmal runter. Und dann schauen wir uns erstmal die anderen Runen an. Vielleicht müssen wir auch irgendwo was öffnen. Hier rein, da sind wir auch gut. Wie jetzt, da haben wir auch ein P. Haben wir zwei Ps, die wir suchen müssen. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Stimmen, die sprechen jetzt schon, dass wir das finden hier. Aber wo ist hier was? Ich mach doch Fokus. Ich find's nicht. Das ist ja. Ich glaube, da muss ich mal vorspulen dann. Das ist ja komisch. Muss ich hier die Zeichen vielleicht wechseln oder so, dass man die... Oh, wir haben zwei fast gleich aussehende. Einmal ein P, einmal ein D und einmal ein I oder so. Wo ist dieses Zeichen? Oh, da vielleicht. Moment mal. Da haben wir auch nochmal sowas. Au, oh, da ist es. Eieiei. Da haben wir es. Oh Gott, eines von drei haben wir schon gefunden. Okay. Sind wir hier hochgekommen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist schon so lange her. Ich glaube ja fast, ja. Ne? Genau, da sind wir nämlich hier durchgekommen und dann hochgeklettert. Ich habe da vorne noch eine Tür gesehen. Eventuell müssen wir die öffnen. Wir können auch noch... Ah, wir können auch hier rüber. So, und jetzt muss hier irgendwo was sein. Haben wir nochmal einen Fokusstein. The Northmen say that at Ragnarok the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open, and Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. Hier irgendwo, ich verstehe jetzt auch nicht, wieso die am äußeren Rand sind, die beiden Zeichen. Hier muss auf alle Fälle das T sein oder das X oder was immer das auch für ein Zeichen ist. Oh, da ist es. Da haben wir es. Kann ich jetzt das irgendwie hier... Oh, das ist falsch rum. Gibt es ja auch noch irgendwo eins? Nö. Oh, jetzt ist das falsch rum.
Haben wir hier irgendwo nochmal so ein ähnliches Loch? Wenn wir hier rausgehen, fokussieren wir nur auf die Kugel. Das ist natürlich Quatsch. Das wollen wir nicht. Das muss hier sein. Ah, das war die Tür. Da dachte ich eigentlich, die soll mal öffnen. Geh mal hier runter. Können wir die hier aufmachen? Okay. Oh, wir müssen hier raus und müssen... Oh. Ja, ganz klar. So, dann bleibt nur noch ein Zeichen übrig. Und da bin ich ja mal gespannt, wo wir das finden. Das muss irgendwo hier oben sein. Vielleicht sollte man auch einmal ohne fokussieren, einfach nur mal so in die Umgebung schauen. Wir brauchen eine D-Rune. Wo findet man die? Eine D-Rune. Ach, ich muss hier gar nicht fokussieren gedrückt halten. Okay, geht vielleicht etwas einfacher, weil wir dann mehr sehen. Wo ist diese Rune? Hier findet man gar nichts, deswegen ist die jetzt auch an der Seite und erst wenn die dann in der Mitte erscheint, dann sind wir am richtigen Platz. Okay. Ist das irgendwo in der Ferne vielleicht? Boden haben wir auch schon geprüft. Eigentlich sollten das ja die einfacheren Runen sein, ne? Wir sind ja noch relativ früh hier am Beginn des Spiels. Und trotzdem finde ich hier einfach nichts. Wirklich aus dem Giebel des Hauses und dieser seltsamen Stange. Okay, na gut. Also von den Runenrätseln bin ich jetzt nicht so begeistert. Das ist doch etwas fricklig. Ich denke mal, die werden uns aber noch des Öfteren hier begleiten. Vielleicht durch etwas mehr Erfahrung, dass wir dann gleich auf den ersten Blick irgendwo sehen, wo sich Runen aufhalten. Vielleicht klappt es da besser. So, wir müssen jetzt erstmal wieder offenbar dieses schöne Dorf abfackeln. Ja. Ich bezweifle, dass wir hier gerade durchlaufen können. Run, Senna! Run!
Wir brennen immer noch. Und jetzt sind wir offenbar angekommen. Nein, wir sterben schon wieder. Aber diesmal gehört es wahrscheinlich zum Spiel. Das war ja am Anfang auch so. I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Okay, ich denke mal, hier können wir wenig blocken. Oh Gott, oh Gott. Hey, hör doch auf. Ich wollte doch ausweichen. Uiuiui. Der ist aber auch groß. Oh, ich muss ihn. Okay, wenn er das macht, dann müssen wir ihn quasi dazwischen fahren. Ich habe halt auch keine Lebensleiste, ne?
Zurt. Das war's mit Zurt. For every battle won, a greater battle takes its place. But so it goes. Until we fall. And in the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free. Knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye, as I have, to find your answers, your quest, your truth. Ja, damit haben wir Surt jetzt erledigt. Der Thron ist unser. Leider können wir uns wahrscheinlich nicht hier hochsetzen. Muss jetzt aber auch nicht sein, wir müssen zurückgehen. Und wir haben ja noch eine Tür zu öffnen. Und die schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.